Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer Buschkrafter Tom, hier wieder mitten aus der Natur. Ich bin heute gerade in der wunderschönen Natur wieder unterwegs und habe gerade ein paar oder einige Frühlingskräuter und Frühlingspflanzen entdeckt. Habe mir schon überlegt, ob ich ein Video mache, aber irgendwie war ich mir damit beschäftigt, zu sammeln und einmal die Natur zu genießen. Aber dann ist mir doch noch eine Idee gekommen, was ich heute mal spontan und schnell abdrehen will. Und zwar muss ich auch heute einen Bären aufbinden. Unlängst habe ich in der, was im Internet oder in der Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall bei einer Tageszeitung, einen Beitrag über Bären gelesen von einer ausgewiesenen Bärenexpertin. Und nachdem schon als Kind Wölfe und Bären meine Lieblingstiere sind und ich mich dementsprechend auch darüber informiere und das immer irgendwo im Hinterkopf ist, auch wenn man in die Natur geht, auch wenn es jetzt in Mitteleuropa nicht so wahrscheinlich ist, dass man einen Bären treffen wird, Wölfe vielleicht noch, aber Bären jetzt nicht wirklich. Aber der Artikel hat mir dann schon auch zu denken gegeben, oder da wollte ich einfach meine Gedanken irgendwie darüber loswerden. Und zwar, so typische Bärentipps, gut, dass man sich ruhig verhält oder versucht, nicht vom Bären entdeckt zu werden und so weiter, oder vom wilden Tier überhaupt, ist natürlich klar. Aber da war vor allem ein Tipp dabei, man soll sich auf den Bauch legen, die Hände ins Kreuz, also auf den Rücken legen und dann still verharren, bis der Bär wieder abgezogen ist. Und bei solchen Tipps, da werde ich immer recht vorsichtig. Klingt zwar gut, wenn man natürlich keine Gefahr darstellt. Also grundsätzlich, was hätte man überhaupt für Möglichkeiten, einem wilden Tier zu entkommen oder Gefahrensituationen zu vermeiden? Das ist natürlich immer zum einen Flucht, zum anderen vielleicht irgendwo hochklettern, also eine andere Art der Flucht, also davonlaufen und irgendwo hinaufklettern wäre eine Möglichkeit. Dann natürlich Kampf ist dann eigentlich schon Eskalation, oder ist dann immer ja wirklich so die Möglichkeit, aber im Notfall, wenn es ums Überleben geht, kämpfen und siegen, wenn man so will. Und ansonsten noch Abschreckung, Möglichkeit, durch laut schreien, klatschen, sich bemerkbar machen, ist aber meistens auch nicht so gut wirklich. Also würde ich jetzt zum Beispiel beim Bären auch überhaupt nicht machen. Und und natürlich vorher schon präventiv einmal einfach Gefahrensituationen gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern einfach sich ruhig verhalten, umschauen in der Natur und Tieren generell aus dem Weg gehen. Also die brauchen uns eigentlich auch überhaupt nicht. Also die kommen gut allein zurecht im Wald. Also wenn man denen ausweicht und denen den Lebensraum nicht ruiniert, ist es überhaupt das Beste, was man machen kann. So, aber zurück zum Bären und diesem Tipp. Also es waren halt ein paar so 0815 Tipps dabei, wie eben ruhig verhalten und dem Bären aus dem Weg gehen. Ja gut, ist eh klar, ich meine, dass ich dem jetzt nicht, dass ich jetzt einen hungrigen Bären nicht wirklich absichtlich über den Weg laufen will. Ist natürlich klar. Also es ging eigentlich darum, dass jetzt wieder irgendwo anscheinend ein Bär aufgetaucht ist, der anscheinend auch Schafe gerissen hat. Und wie man sich denn verhält, das 0815 Mitteleuropäer, wenn man dann doch einmal einen Bären über den Weg läuft. Also ich finde solche Artikel insofern immer schlecht, weil, was heißt jetzt über den Weg laufen? Also wenn man der fünf Meter vor mir auftaucht, habe ich halt einfach Pech gehabt. also wenn mir das passiert, habe ich halt einfach Pech gehabt. Also ich glaube, das sollte man etwas genauer beschreiben. Und wenn man solche Artikel verfasst und in die Öffentlichkeit gibt, dann sollte man da auch ein bisschen, inhaltlich, fachlich ein bisschen besser arbeiten. Was heißt das? Ja, wenn ich jetzt im Wald zum Beispiel spazieren gehe oder auf die Alm, was passiert, wenn ich da einen Bären über den Weg laufe? Auf der Alm vielleicht weniger gefährlich, weil ich da oft meist weite Sicht habe und vielleicht, wenn da irgendwo ein Bär herumrennt, schon mal wieder in die andere Richtung abhauen kann, bevor er mich vielleicht entdeckt und überhaupt wahrnimmt. Im Wald
kann es eben, wie gesagt, Sicht verstellt, Dickicht und so weiter, könnte es natürlich theoretisch dazu kommen. Aber ich sage jetzt einmal, wenn man jetzt nicht unbedingt mit den Kopfhörern im Ohr, also blind und taub durch die Gegend rennt, werde ich wahrscheinlich irgendwie Geräusche wahrnehmen. Und wenn es irgendwo rauschelt, ich meine, meistens ist es harmlos, ist es ein Reh, ja, es ist weder eine Wildsau, noch ein Wolf, noch ein Bär, noch sonst irgendwas, auch kein Dinosaurier, ja, dann bleibe ich vielleicht stehen und höre erst einmal, was da vielleicht ist. Ich meine, meistens ist es auch irgendein Vogel oder was, ja, aber so halte ich mich in der Natur. Also wenn da ein Bär durch die Gegend tapst und vielleicht noch hungrig murrt, ist es vielleicht einfach am besten, einfach mal ruhig zu sein, zu hören, wo kommt das Geräusch her, und dann vielleicht langsam retour gehen. Wenn der natürlich in der Nähe ist, dann ist es eh schon gefährlich, dann ist auch schon zu spät, dann sollte man trotzdem einen kühlen Kopf behalten. Sollte das jetzt der Fall sein. Aber wie gesagt, ich glaube, meistens geht es um Vermeidung und überhaupt erst einmal, wenn irgendwo der Bär los ist, also in irgendeiner Region, dass man den vorher schon einmal vermeidet, diese Begegnung. Also darum soll es eigentlich gehen. Also wenn der jetzt wirklich in einem Dorf, in der Dorfgemeinschaft durch die Gegend tapst, dass man jetzt dann vielleicht nicht unbedingt laut schreiend an den Waldrand geht und ja, oder dann großartige Waldspaziergänge alleine macht. Und ja, also meiner Meinung nach sollten sich eher Artikel auf sowas beschränken dann und auch konkrete Möglichkeiten, die halt passieren können, konkrete Fälle vielleicht aufzählen und dann dazu Tipps geben. Grundsätzlich bei einem Bären, also wie gesagt, wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten aufgezählt irgendwie, oder zumindest ein paar Möglichkeiten aufgezählt, die mir jetzt einfallen, die typisch sind, Verhalten bei Treffen mit Wildtieren und so weiter, insbesondere bei Raubtieren. Bei einem Bären hat man, glaube ich, und wenn man mal irgendwie eine Bären-Doku gesehen hat, glaube ich, weiß man das auch ziemlich gut. Ich glaube, bei einem Bären hätte man sowieso generell schlechte Chancen, daher Vermeidung und Umgehung von solchen Situationen schon einmal dringendst angeraten. Weil Flucht, also davonlaufen vor einem Bären, ich glaube, der rennt mehr als dreimal so schnell wie ein Mensch, keine Chance. Also dem hält auch länger durch, also die meisten von uns sind eh nach 5 Meter schon fertig. Der Bär schafft sicher 10 Meter, also von daher würde ich mal abraten davon. Außerdem, auch wenn der Bär jetzt vielleicht nicht primär so ein Raubtier ist, er ja, aber nicht so unbedingt das Jagdtier ist wie der Wolf jetzt, aber trotzdem gehört das auch zum Bären, und Flucht löst nur Beutereflex, also dann ja, wird der Jagdinstinkt erst recht angestachelt. Also Flucht einmal generell schlecht. Zweite Art von Flucht, haben wir gesagt, irgendwo hinaufklettern, sich in Sicherheit bringen, außer Reichweite gelangen. Naja, gut, beim Bären sind dementsprechend gute Kletterer, also auch da keine Chance. Und wenn er zu faul ist zum Klettern, haut er wahrscheinlich den Baum einfach um. Also auch das wäre jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit. Vielleicht irgendwo auf einen Felsen klettern, in eine Steilwand rein. Ich glaube, ja, da hätte der Bär das Nachsehen, aber sobald er auf die andere Seite kommen kann oder irgendwie auf den Felsen raufgelangt, also wenn es jetzt nur so eine Steigung ist, eine normale, ist er wahrscheinlich auch besser wie wir. Also es müsste dann schon wirklich senkrechte Wand sein. Und ja. Also, da hätten wir, glaube ich, generell schlechte Karten. Und jetzt ewig, und ich glaube, der auch, wenn der hungrig wäre oder so, oder wenn der uns wirklich was tun wollte, dann würde er auch einige Zeit auf einer Felsenwand ausharren. Und ob wir uns so lange halten können, ist dann auch die Frage. Kampf. Ich glaube, die Frage, wenn man nicht gerade schwer bewaffnet ist, erübrigt sich. Also jeder, ich bin ja nicht so der Freund von aufgeblasenen Hollywood-Produktionen, aber ich glaube, jeder, der mal The Revenant gesehen hat mit Leonardo DiCaprio, den fand ich jetzt gar nicht mehr so schlecht, kann sich ungefähr vorstellen, wie so ein Bär, was los ist, wenn der Bär los ist, sagen wir es mal so. Also Kampf auch ganz, ganz schlecht. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich nicht gerade mit der Schusswaffe herumrenne, würde ich davon eher mal abraten. Egal welche Tipps Experten sonst geben.
Und jetzt Abschreckung, ja, laut klatschen, gestikulieren. Ob man so einen Braunbären damit beeindrucken kann, glaube ich, kann ich jetzt auch mal berechtigterweise in Frage stellen. Würde ich jetzt auch nicht machen. Und daher bleibt eigentlich nicht nur zwei Möglichkeiten Vermeidung, und sollte man irgendwo in Sichtweite von so einem Bär gelangen, einfach mal deeskalierend wirken, wenn man so will, ruhig sein, klein machen, unauffällig sein, vielleicht zieht er weiter, ja, vielleicht ist er ja eh nicht hungrig, und wenn er sich nicht bedroht fühlt, also bedrohen ist immer ganz schlecht, möglichst ungefährlich sein und keine Bedrohung darstellen, zurückziehen, wäre wahrscheinlich auch das Beste. Wenn er dann wirklich losrennen würde, wie gesagt, dann hilft eh nur mal beten, also dann hat man hoffentlich einen guten Draht zum guten alten Herrn da oben. Ja, und ansonsten eben Vermeidung, also wenn man weiß, irgendwie Bärengebiet oder schon von Weitem irgendwie hört, könnte ein Bär sein, dann einfach weiträumig umgehen, weiträumig weg oder eben umdrehen und denselben Weg wieder zurückgehen. Und ja, also so viel dazu, ja, um eben auf die eine Situation oder Möglichkeit nochmal zurückzukommen. Also diese Bärenexpertin hat auch gemeint, wenn man in Sichtweite ist oder wenn man schon Kontakt zum Bären hatte, dann einfach auf den Bauch legen, Hände in den Rücken und sich ruhig verhalten und ungefährlich sein. Da habe ich so meine Probleme damit. Erstens einmal, was heißt Kontakt? Das wurde eben nicht näher definiert. Also wenn der einen wahrgenommen hat, weiß ich nicht, ob ich mich einfach flach auf den Bauch lege. Ja, hinlegen vielleicht, aber immer so, dass ich den Bären im Blickfeld habe, dass ich ihn beobachten kann. Und die Hände nicht in den Rücken geben. Ich meine, ich würde es jetzt nicht wild gestikulierend herumschwenken, aber möglichst so, dass ich vielleicht im Notfall da noch schnell aufspringen und davonlaufen kann oder so, wenn sonst anderes nichts mehr geht. Wie gesagt, hat man eh schlechte Karten, aber dass ich vielleicht auch die Position verändern kann oder so. Oder, ja. Aber jetzt da irgendwie blind am Boden liegen, würde ich jetzt auch nicht machen. Also ich würde schon irgendwie Sichtkontakt zum Bären wahren. Ist auch immer die Frage natürlich, wenn der irgendwo 1000 Meter weit weg ist, also wie gesagt auf einer halmweite Sicht, dann würde ich sogar dem Tipp zustimmen, einfach klein machen und einmal klein machen und unauffällig sein, sodass er gar keine Notiz von mir nimmt. Ja, insofern würde ich dem Tipp auch zustimmen. Man würde aber auch sagen, auch da möglichst Blickkontakt halten. Also ich weiß nicht, ob ich da die Hände unbedingt in den Rücken geben muss, sondern einfach in der leichten Stützposition vielleicht, dass ich daneben sehe, wenn der Bär dann irgendwo verschwindet hinter dem nächsten Hügel. Gerade mein Weg mich dorthin fährt, dann vielleicht dann einfach schnell wieder aufrichte und in die andere Richtung marschieren und vielleicht die Wanderung dann abblase oder was auch immer ich dann da oben mache. Möglichst abblasen und wieder denselben Weg, wie ich gekommen bin, zurückgehe und hoffe, dass dort keine Bären sind. Ja, also insofern würde ich dem Tipp zustimmen. Wenn der Bär aber wirklich jetzt beispielsweise 5 Meter vor mir auftauchen würde, würde mich, glaube ich, nicht einfach so blind hinlegen. Ja, klein machen, deeskalieren wirken, aber in dem Fall, glaube ich, 5 Meter vor dem Braunbären aufschlagen. Ich glaube, da hat sowieso jeder die Hosen voll und da hilft. Ja, wie gesagt, andere Möglichkeiten gibt es eh nicht, und dann irgendwie vielleicht versuchen, hoffentlich frisst er mir nicht, aber in dem Fall wären die Möglichkeiten sowieso sehr, sehr, sehr begrenzt, und in dem Fall wäre auch umgehen und ausweichen zu spät, wären schon quasi in dem Moment vorbei, vertan. Und da kann man dann, glaube ich, nicht mehr viel machen. Also würde mich jetzt nicht unbedingt vom Braunbären dann tatsächlich da flach auf den Boden legen, hinknien und klein machen, ja. Aber in dem Fall hätte er mich ja dann sowieso schon im vollen Umfang wahrgenommen. Und ja, kann man nur hoffen, dass er dann friedlich abzieht. Ja, so viel dazu. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt oder Anregungen zum Thema Bären oder sonstiges,
dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und ihr seht beim nächsten Mal wieder zu. Und soweit wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag und bis bald, euer Buschkrafter Tom. Servus!